White Russian, wir werden alle färben. Auch das? Ich dachte an White Russian, wir versuchen es nicht mal mehr. haben wir es je versucht? Wir haben uns schon, also doch. Doch. Ja? Ja, ja. Ja, manche haben ja schon gesagt, wir machen tatsächlich jetzt langsam dann echtes Shadowrun. Was? Wir müssen zwar nicht aufhören. Aber... Abbruch! Abbruch. Das hat man uns schon gesagt, als Jojo den Arm abgeschossen hat. Das, also, ja. Das hat sich nicht bewahrheitet. Das war echtes Shadowrun. Leuten den Arm abzuschneiden. Ich weiß nicht, Shadowrun. Ich weiß, dass ich das mehr tun muss. Offensichtlich. Arme, Beine, Füße und jeden Zeh einzeln. Hasse dich. Van der Zart, dem gefällt es ja sehr, sehr gut. Und danke an Van der Zart, bei dem ich momentan sehr viel Spaß habe, unsere Comments zurückzuschreiben zu den Comments, die er bei uns lässt. Zu den alten Folgen. Und liebste Grüße an Steel Panther, hätte ich beinahe gesagt, weil es ist die Band, aber die meine ich auch. Aber ich meine Raven Steel. Aber Steel Panther. Tut mir leid, ey, Raven Steel. Weiß nicht, wer du bist. Ich mag dich ja, aber ey, die größeren Grüße gehen eindeutig an Steel Panther, weil. Komm schon. Du schrubbst gerade dir entweder einen wieder runter, ja, oder das Mikro kräuselt an deinem Bart. Ja, das ist es und ich kann leider nicht das andere nehmen. Tut mir leid. Ja. Warum machen wir ein Intro eigentlich jetzt? Weil das ist ja das Intro für die 12, die wir noch nicht mal geschnitten haben und die wir jetzt also noch nicht mal gespielt haben. Das kann ich dir sagen, weil jetzt noch frisch ist, was letztes Mal passiert ist bei euch. Was ist denn letztes Mal passiert? Ja, sag mal, Flummi. Was? Wieso soll ich denn jetzt schon wieder? Nee, Flummi muss schon die Outros machen. Immer rufst du mich auf, du hundsgemeiner Drecksack. Wir haben alle getötet. Wir haben gar niemanden getötet. Ach so. Moment, doch, wir wissen, also ich habe getötet. Du hast auch schön gekotzt, deswegen habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich finde, das muss bleiben, dass sie einfach jedes Mal kotzt, wenn sie irgendwen Totes sieht. Ich finde das super. Das gehört irgendwie dazu, wenn sie aus dem Schockzustand rauskommt, dass es sich übergibt, weil das, ne? So bleibt sie schlank. Solltet ihr euch vielleicht auch einen Hund anlegen, damit der immer dann die Kotze wegschlabbern kann. Wer pflegt den denn? Du hast doch Wildtierführen jetzt. Nein, noch nicht. Was, immer noch nicht? Du kriegst es doch. Ja, ich warte ja noch auf mehr Fluff-Karma. Fluff-Karma? Das ist ein Main-Skill. Keine andere Runde gibt Fluff-Karma, ja? Und du willst immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich weiß ja nicht. Ich gebe auch richtiges Karma dafür aus, aber als ich das letzte Mal vorgeschlagen habe, hast du gesagt, nein, du gibst sowieso schon so viel Karma für unnützen Scheiß. Moment. Es gibt keinen anderen Shadowrun-Podcast als uns. Nee, aber andere Shadowrun-Spielleiter. Du sollst keinen Podcast neben uns haben. Das sind nur die White Russians. Mache dir kein Bild der White Russians. An unsere lieben Zuhörer, falls ihr reguläre Zuhörer bei uns seid und diesen Wurst-Ausschied, den wir hier verursachen, gerne hört. Wurstauflauf. Was sind denn dann reguläre Zuhörer? Und was sind dann irreguläre Zuhörer? Das sind Leute, die aus Versehen auf unseren Podcast klicken und denken, sie kriegen hier beigebracht, wie sie russisches Gras hochziehen. Dann sind sie aber jetzt schon nicht mehr dabei. Kriegen sie das nicht beigebracht? So ein Scheiß. Nee. Auf jeden Fall, wenn ihr auch die Let's Plays guckt von mir ab und zu und das recht lustig findet, dann subscribet auf unseren Channel, weil wenn wir 100 Subscriber bekommen, bekommt Flummi ihren Traum erfüllt, mich im Pelz. Das noch ein so ein Ding und ich meine, es ist Karma-Abzug. Ja. Also wie war das? Fake-Accounts gehen auch, oder? Shut up! Ja, warum willst du mich im Pelz sehen oder möchtest du, dass ich Karma-Abzug kriege? Die Sache sowohl ist, als ich im auch. Pelz sehen. Das im Pelz, heißt das nur im Pelz? Ja, ihr seht ja mein Unterteil nicht. Warum nicht? Lass mich ja mal weiterfragen. Heißt das nur im Pelz? Das heißt im Pelz. Also wenn das nur im Pelz hieße und du vielleicht nicht immer völlig geschlossen bliebest, würde ich mir ja vielleicht überlegen, aber so. Also, ach, du meinst die Brust, dass man die Brust sieht? Ja, so ein bisschen. Ja, ja klar, das ist ja... Du kannst dir nicht einfach immer die Brust enthaaren und das dann niemandem zeigen. Jo. Da muss ich ja wirklich enthaaren diesmal dann. Ja, das siehst du. Okay. Kannst du dir nur erzählen? Dann sieht man aber auch mein Nippelpiercing. Der ist doch schön. Also bei mir ist gerade schon was los. Soll ich dann ein bisschen am Nippel auch ziehen, dann am Piercing? Ist das geil? Ja, schon. Ein bisschen drehen? Schon, ja. Ausziehen, drehen? Vielleicht mit so einer Wollten wir nicht die Subscriber haben und sie nicht verschrecken? Nein, mit so einem kleinen Akkuschrauber andocken und dann mal kurz. Andocken vor allem. Ja, natürlich. Du weißt doch, wie ich meine, oder? Ich dachte, wir wollten ein Intro sprechen. Das ist dein Intro.
haben doch gesagt, was letztes Mal passiert ist. Billy hat gekotzt, alle sind tot. Das ist das Intro in eine wunderbare Fantasie. Du hast hier achso, ich dachte, jetzt kommt das Outro zu der Folge, die wir nicht gespielt haben. User in your channel started das wäre tatsächlich ziemlich dumm. Wenn wir ein Outro zu einer Folge machen, die wir noch nicht gespielt haben. Solange du die Legal Rights machst, weil es unsere Leute, unsere liebe Zuhörer, so gerne hören, wenn du das Intro einsprichst. Das Outro, aber nicht das Intro. Meine das ich nicht. Niemand will mich im Intro hören. Von der Qualität der sonstigen Outros wäre das genau das Gleiche, weil wir sagen jetzt inzwischen auch nicht mehr hier, das war das und das, sondern wir sagen, boah, das war, Mann, richtig, also, da also, ist wir was wissen los. Noch total, und was hier, passiert ist. 3 Punkt oder 4.5 vermutlich. Was Gunfist, ist das Letzte, das Neueste. Gunfist, Comlink rapappelt. Ja, bitte. Nee. Ja, ich gar nicht, Gun. Hallo, Gunny? Was ist denn los, meiner? Ja, ist die Foxy? Ah, du, ja. Und, na? Was geht so? Ja, nicht viel, ich wollte mal hören, wie es dir geht. Ja, du weißt ja, man hat's nicht leicht, oder leicht hat sein. hast du Husten, oder? Ja, ich hab einen Halskatar. Das ist blöd, da musst du mal in der Apotheke gehen. Du, hör mal, ja? Wo kann ich dir was schicken? Ja, so, also auf dem Comlink zum Beispiel. Ja, aber auf dem Secure meine ich. Was für ein Ding? Sicher. Achso, naja, da auf, ich mach das dann meistens so übers Comlink. Weißt du, wie man in der Matrix sich bewegt, wenn man sicher sein will? Ja, also. So Passwort und so, 1, 2, 3 verporten. Naja, also ich bin ja nicht blöd. Vorher die Pornos ausmachen und nochmal schön Virenscanner drüber laufen lassen und genau. Dann geht das ja. Als Wörter kann ich schon eingeben. Ich bin ja also. Ich schick dir mal was für dich. Okay. Und ja. Das war's auch schon. Schönen schönen Tag, schönes Leben. Bis zum nächsten Mal. Mein Bester. Tschüssen. Was hast du ihm jetzt geschickt? Billy schickt ihm den Matrioschka-Rape. Ich wollte sagen, bestimmt das Video. Okay, dein... Oh Gott, einhändig, warte, au! Ja? Ja, meine! Was denn? Also, es hat doch richtig hier eingefädelt. Was haben wir? Wenn ich mal was für euch machen kann, sagt ihr Bescheid. Ja, das war ich. Naja, dann sagst du mir halt Bescheid, wenn ich mal was machen kann. Und die Jojo vor allem. Da musst du aufpassen mit der, ne? Weißt du Bescheid? Ne, wen jetzt? Du oder dir? Ja, kann man nicht über Geschäftsgeheimnisse reden, so direkt am Comlink. Nee, das ist okay, aber ich, also, wenn weißt du Bescheid, ist oder so, ne? Dann meldet euch. Ihr habt auf jeden Fall einen Jut bei der alten Fotze jetzt. Das war schon nicht. Also, ne, ihr wisst Bescheid. Ja, und du auch. Ich will auch jetzt auch nicht mehr sagen am Comlink, wie das ich mit auch dem nicht. Kopf, also, das, also. Ich hab keine schlimm. Ahnung. Telefonstreich. Also, bis zum nächsten Mal, mein Guter, ne, mein Beste. Ja, mach's gut, ich meine. Schön Mad Eagle nochmal machen. Billy legt auf. Ne? Ist doch gar nicht so schlimm. Alter, ich esse hier. Das ist nicht mein Problem. Also ich versuche es jedenfalls, wenn es nicht gerade auf meinem Monitor liegt. So billig, der will die Flummi nachmachen, weißt du? Wer? Der Dellinger, weil er jetzt gut. Hat er einfach an Gunny gedacht, das ist ja schön. Ich muss ja zugeben, ich kann ja auch gar nichts in den Comments. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab's tatsächlich in meinem Charakterbogen stehen, ich hab's aber beim letzten Mal vergessen und dann kam es in den Comments, deswegen habe ich es jetzt wieder aufgegriffen. Also unsere lieben Zuhörer, Dankeschön für das Comment nochmal zur Erinnerung. Ihr seht, ihr könnt auch Einfluss haben auf das, was wir tun. Genau. Ihr dürft auch mehr Einfluss darauf nehmen. Also in vier Monaten, wisst ihr Bescheid, hat Düss an diesen Kommentar gedacht. Also ja. Wie gesagt, ihr dürft auch mehr Einfluss auf uns nehmen. Das ist in Ordnung, wir erfüllen auch Wünsche. Das habe ich schon mal gesagt. Und wenn Kaban Jojo erfüllen soll, dann geht jetzt die 3. Es wäre jetzt geil, wenn in den Comments einfach immer eine Stunde 3. Wisst ihr Bescheid, ne? Prost. Das war jetzt schon ganz schön billig. Man musste schon ein bisschen husten. Ja, man merkt es auch an deiner Stimme gerade. Nee, das ist Gunfist. Pass auf. Ihr habt euch dann ja noch ein bisschen dort in diesem wunderschönen Lager gebettet. Billy macht bestimmt Nachrichten klar immer, ne? Ob was kommt über die Nachrichten.
Was kommt denn da noch? Aztec kritisiert ganz stark, selbstverständlich, dass solche Luschen wie die von Evo da oben überhaupt für Ruhe sorgen können und bietet seine Sicherheitsverträge zu kleinem Preis mit viel mehr Awesomeness und Rums. Jaguar! Ja, genau. Und ansonsten ist da aber nicht, also nicht mehr ganz so viel. Achso, ja, es gibt dann ein paar Tage später gibt's schon nochmal eine kleine Prügelei zwischen Mom und Humanus wegen auch der Sache. Hä? Ach so, weil ja die Gerüchte rausgingen, dass da Humanus was mit zu tun hat. Das sind keine Gerüchte, Evo hat das bestätigt mit Beweisen. Ich hätte ja voll Bock, den einen reinzubrezeln, Alter. Haben wir, glaube ich, schon gemacht. Nee, Evo. Also ich würde eigentlich noch viel lieber Humanus einen reinbrezeln. Ja, ich meine, ich finde das eigentlich nett von Evo, dass die diese Gerüchte streuen. Ja, okay. Dann, also, dann nicht. Ich mag es nur einfach, Evo dumm dastehen zu lassen. Humanus ist eh schon ein Spackenverein, aber ja, das Evo ist richtig, aber auch. Humanus nervt noch viel mehr als Evo. Also gerade im Augenblick, wahrscheinlich später Evo mehr als Humanus, aber letzten Endes macht, also im Moment kann man doch mal es nutzen, dass die quasi einen Sündenbock gefunden haben und wir raus, fein raus sind. Und niemand mag diese Nazis, die Humanus. Also ich finde hier ganz schnafte. Unabhängig davon, dann weiter noch ein paar Tage low legen. Autos Laying. Ich habe das einfach mal kombiniert. Das ist Denglisch und viel besser. Unabhängig davon, eure Autos beschrob ich ja, wie das sich verhält. Das heißt, ihr habt ihr dann an einer gewünschten Ort, also kommt da nochmal kurz, ihr sagt, ja, das hätten wir ja, er sagt, wicke dich, klar kriegst du. Dann an einem gewünschten Ort werden die platziert. Und dann habt ihr ja noch ein bisschen Zeit jetzt, um zu gucken, ob ihr noch irgendwas machen wollt. Da würde ich jetzt einsetzen. Ist der pink? Die Farbe kannst du dir aussuchen. Ja, pink. Ja, dann ist der pink. Der ist pink. Super. Daddy, welcher war denn der nicht Aztec? Das war der billigere, ne? Also der schlechtere, aber mit mehr Gimmicks. Genau. Also ich wusste, war der viel cooler. Niemand mag Aztec. Stimmt doch gar nicht. Ich finde Aztec eigentlich ganz okay. Kommt halt drauf an, was man draus macht. Nein. Besser als Horizon. Was die aus euch machen. Besser als Horizon. Horizon ist super. Lasst uns Horizon, diese Diskussion Horizon. Auf jeden Fall jetzt nochmal anfangen. Muss schon wieder scheißen. Aber die Scheiße von Horizon ist viel fluffiger und weniger übelriechend und passt deswegen besser zu Billy. Sind das keine Karnivoren? Die Scheiße von Horizon ist das Sterni, der am Konzernhimmel, genau. Vorsicht. Also, sie hat aber recht. Also auf jeden Fall sind wir sowieso... Die Scheiße auch süffig und Seda-Krupp. Jo. Gut. Bei Seda-Krupp sind wir uns alle einig. Das ist der geilste Konzern von allen. Krupp ist... Was ist am 6.? Am 6. könnt ihr irgendwas machen, macht was. Achso, wir sollen am 6. irgendwas machen. Metz. Wir wollten noch weggehen. Metz. Anstelle April. Metz, ja. Schöne Sache. Ich bin verwirrt. Nicht nur du. Betrunken. Macht nichts. Wird ja heute nur eine Session, ne? Je nachdem, ob wir noch sitzen können. Ich hab mich schon angeschnallt hier im Bett. Sehr wenn gut. Der Lokführer kommt und dein Ticket sehen will, was machst du dann? Strecke ich einen Penis raus. Naja, das könnte weiß. Gelten. Ne? Ja. Oh, sie sind doch aber gar keine Reisegruppe. Oh Gott. Ich fand den schön. Ich freue mich auf die Penis. Ich fand den auch schön, als er mir den gezeigt hat. Du. War schon ein Schmuck. Ja. Das ist sowas Ungewöhnliches. Das stimmt. Mich schon. Ja, für dich sowieso. Bitte ich jetzt also wirklich, ja. Ich hab nicht angefangen. Ich auch nicht. Also, bitte, tut oder ich tue. Ich hab schon genug gesagt, ich lasse die anderen ran. Bubidubidubidubidu. Nicht? Wollten wir nicht noch einen abschließenden
War nicht einer unserer letzten Sätze, wir müssen auf jeden Fall noch was trinken gehen? Wir können uns ja im... Spielleiter, hast du mal geguckt, wie das jetzt genau heißt? Die Bar, wo wir uns mal mit den Bikern getroffen haben? Das weiß Flummi. Wie heißt welche die? Welche davon? Street die eine Asphalt, in oder? In Chofrino? Da waren wir ganz am Anfang. Mit Steppy. Ja, scheiße, es ist schon so lange her, dass... Wie hieß denn die? Moulin Rouge. Nein, warte. Schwindsucht. Ach, jetzt muss ich nachgucken. User Guck disconnected mal. From your channel. What the fuck? Okay. Ich muss mal nachgucken, dazu muss ich leider aus dem Teamspeak raus. Natürlich, ich gehe jetzt alles hin. Sie hat ja gesagt, ich gehe jetzt nachgucken. Ich glaube, Ubuntu muss ein richtig gutes System sein, um sich zurechtzufinden. Ja, ich glaube auch. Die Knöpfe sind so klein. Kann das schon mal passieren? Schade. Düb, 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 düb. Hallo Kinder. Löwenzahn. Machen wir nicht weiter. Achso, Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, weil wir nicht wissen, wie die Kackbar heißt, wo wir hingehen. Genau, aber wir verabreden uns quasi per Comlink. Dazu, dann ist gut. User entered your channel. Wir Ficker! Wo muss es Wieso wir hingehen? Ficker? Ich hab aus Versehen. Es wäre auch hardcore, wenn du es für extra gemacht hättest, gell? Ja. Ihr Ficker, ich habe. Ja, Frauenlogik. Sie? Was? Er hat gerade gesagt, ich bin eine Frau! Nein, Scheiße. Das hat er nicht gesagt. Stimmt, ich habe nur gesagt, dass du Frauenlogik benutzt. Auch Männer. Flummi, du bist eine Frau. Das heißt, du bist eine männliche Frau. Tucke, also eine weibliche Aber Tucke. Aber so nah an der Weiblichkeit war ich noch nie. Liebe Zuhörer, wenn ihr auch findet, der große Applaus. Wenn ihr auch findet, dass Flummi eine Frau ist, dann schreibt uns doch Comments. Diesmal sind es dann die vier. Ich krieg Ach, das Karma Drift, Abzug. Genau, so hieß es. Drift, genau, danke. Drift. Jetzt haben wir es nach 10 Minuten. Siehste, so und jetzt habe ich nicht mal das scheiß Forum aufgemacht, um nachzugucken, wie es hieß, sondern. Also wir treffen uns in Drift. Ich gucke mal, vielleicht finde ich auch noch die Beschreibung dazu. Wieso brauchen wir die? Weiß ich nicht. Das war eine Roadbiker-Gang. Na, wir konnten uns doch nicht mehr dran erinnern. Ich bezweifle, dass der Zuhörer es noch kann. Ach, unsere Zuhörer wissen besser über uns. Die schreiben uns naja, auf die Wikis. Also was ich... oh ja, bitte. Was ich, das wäre bestimmt nicht gut. Nee. Da würde nämlich sowas drinstehen wie Trolli sagte, an dem und dem Tag es sei so und an dem und dem Tag war es plötzlich ganz anders. Nee, hier der Videobeweis. Was ich mich erinnern kann, ist, dass da vor Motorräder standen, dass es eher billig möbliert war mit Dart. Ja, sehr billig. Und aber ansonsten war nichts Wichtiges, oder? Die hatten eine Railgun oben drin. Bitte was? Eine Knarre? Als Drohne, als fahrbare Drohne hatten die da oben drin. So, irgendwann, nee? War das so? Ich habe keine Ahnung mehr. War vielleicht eine andere Runde. War das nicht diese Tintendrohne, die du meinst? Nee. Das ist der Papagei. Mhm. Eben, deswegen, das war doch auch so eine Drohne. Da war irgend so ein Barkeeper, der dir Jägermeister gegeben hat, das weiß ich noch. Genau, richtig, ich habe Jägermeister bekommen. Ui, das ist eine gute Kneipe. Warum sind wir? Warum wollten wir nochmal nach Chofrino dahin? Ich kann mich daran erinnern, dass Billy sickig war, weil sie da fast alles auf die Schnauze gekriegt hat. Von Yegor, ne? Richtig, der ist zwar jetzt tot, aber. Richtig, also kann ich wieder hin. Da kann ich wieder hin jetzt. Endlich! Na, aber er war noch einer der entspannteren von den Chofrino-Guys und wenn da jetzt andere sind. Was? Die hängen doch dort nicht so oft rum. Nee, so ja, aber richtig. Hallo, Billy ist ja jetzt quasi schon halb in der Gang. Also ich meine. Also was sein könnte, ist, dass die Gang irgendwann mal vollständig in dir ist. Aber ob du das willst, ist die andere Frage. Ich hab drei Löcher. Sag mal, spontaner Überraschungssex. Rapist alle auf die Queen? Ja, genau. Schön, dass du es verstanden hast. Massenvergewaltigung! Ich hab drei Löcher für die, das passt. Wieso hast du drei? Drei? Zähl doch mal nach. Du hast auch drei. Hahn, wir können auch in die andere, in die Schneue gehen. Sechs. So ist das nicht. Ja, dann ins Hawkeye. Dann gehen wir doch ins Hawkeye. Komm, wenn der Spielleiter schon ansagt, dass er mir gern wieder einen reinfahren will, dann doch lieber woanders hin. Hat er das denn getan? Indirekt ja. Durch die Blume quasi vorne in den Schaft rein, hast du mir es gesagt. Was es nicht alles geht, das wusste ich nicht. Okay, also im Hawkeye, genau.
Das ist schon das sehr rot. Nee, überhaupt nicht. Natürlich. gut, ihr, das kürzen wir jetzt einfach, weißt du. Supergay trifft dich. Danke. Stimmt, das ist die Kneipe übrigens, wo Karban und Jojo sich mal alleine getroffen haben. Ah, perfekt. Karban, erinnerst du dich noch? Ein wenig. Da hast du noch mit dem Barkeeper gequatscht. Richtig. Es war auf unserem allerersten gemeinsamen Run. Yep. Das haben wir damals noch gemacht. Ach, das war doch mit dem Baumschmuser, der Baumschmuser, das war, den Aufnahme gegeben hat. Nee, das war. Ach, das war Pelzklau. Das war, als du nicht da warst. Ich glaube auch im Ausland. Oder im Urlaub, egal. Auf jeden Fall, wo der Barkeeper Karban gesagt hat: Junge, ist ja schön, dass du mit dir unterwegs bist, aber wenn du ihn wegsteckst, sei vorsichtig. Die machen die Splatt. Das war doch, wo die andere aus dem Auto rausgeschubst genau, haben, oder? Genau das. Genau da war das. So schön. Ich schub mir einfach zu wenig Leute aus dem Auto, das fällt mir auch immer wieder auf. Ja. Wir schießen auch zu wenig Kunden ins Gesicht, nachdem wir sie geblendet haben. Das ist richtig. Ich habe auch festgestellt, dass ich auf dem letzten Run keinen gekillt habe. Ja, wir lassen echt nach an der Qualität. Ja. So, vor allem an der Quantität. Also, wir sind doch in Schofrino. Nein, die sind in Joschmoje. Und dort steht ein einzelner Fleischer vor dem Hawkeye und pisst an die Bar. Was? Nein. Och bitte, warum denn? Naja, weil der nicht... Der wäre relativ schnell tot. Ja? Hoch oder tief? Das ist doch... Nein. Oh ja, tief. Spike. Also, ich würde sagen... Kein Spike? Kein Fleischer. Kein Fleischer, sondern? Nix. Okay, Glück. Oh. Naja, ansonsten hätte Jojo jetzt den Joystick rausholen müssen oder irgendwas anderes. Wenn mit ihren Muckis, Alter, da hätte sie ihm auf jeden Fall einen blauen Fleck hier schlagen, an den er sich noch mindestens 2 Tage erinnert. So hätte er keine 2 Tage mehr Zeit gehabt, wahrscheinlich. Nein. Nichtsdestotrotz wollten wir da jetzt hin. Ja, wir wollten da jetzt hin, oder? Ich weiß nicht mehr warum, aber wir wollten da hin. Wir wollten einen trinken, alle zusammen. Ja, genau, das ist so ein bisschen pubmäßig eingerichtet und so. Also da gibt's auch... ja, egal, wir können reingehen. Ich lasse die Mädels vorgehen. Günnis gibt's da. Günnis. Das ist eine Mikrobrewery. Ja, Billy geht rein und guckt, ob hier schon jemand angekommen ist von den anderen beiden. Hallo! Ja, die sind beide schon da. Ah, ich setz mich. Cool. Du siehst so das Motorrad vor dem Dings. Ich winke Moin. Und Cat-Sneake dann zu euch herüber. Cat-Sneake? Seht sie das gar nicht. Was? Hä? War die nicht gerade noch da? Was? Ach, guck mal. Sie ist der Strich hinter dem Blatt Papier. Hallo, die Fresse, du! Na, ihr zwei. Ich hab gerade euch beide dreimal geküsst. Jeden von euch. Dreimal? Jeden okay. von euch? Ja, dreimal. Das sind orthodox. Wir küssen dreimal. Ach so. Das ist auch kein Anstand mehr. Was ist das denn? Typisch russische Orthodoxizität. Wie bitte, was? Ist das, russische ist das Begrüßung. Ist das russisch orthodox? Ist das elfisch orthodox? Ist das, was ist das für ein orthodox? Das ist russisch-orthodox. Ach so. Russisch-orthodox küsst man dreimal. Dreifach. Dreifmal. Ich glaube links, rechts, links. Links, rechts. Was? Links oder rechts, links, rechts? Links, rechts, Mitte. Oh. Ach so. Okay. Beim dritten würde ich dann wegziehen. Was? Ich habe ja doch schon wieder Hoffnung Guck gemacht. Guck mal, wie homophob der ist. Das ist witzig. Ich bin ja gar nicht homo, ne? Nee, das... Ich sollte es gar nicht so laut sagen, eigentlich. Hallo, was trinken wir denn? Was willst du denn haben? Hier gibt's alles. Was haben sie denn? Alles! Na, Cocktails nicht so richtig, aber... Dann nehmen wir doch einfach mal alles. Zungengurgler. Okay. Das mal hören. Jojo geht zur Bar. Einen galaktischen Zungengurgler. Okay. Ich darf das Originalwort nicht benutzen. Und meint, wo, wenn du noch irgendwo... Also, hast du noch irgendwo Reste in den Flaschen? Fuck. Na klar. Gut, kipp alles zusammen in ein Glas. Was wird denn das, ein Special-Zombie? Nee, ein pangalaktischer Zungengurgler.
Da kann ich doch aber nicht alles zusammenkippen. Ich mach da was. Mach was. Also, okay. Der schmeckt immer was noch? Was willst denn du haben, brüllt sie gerade. Bier. Welches? Ein gutes. Welches kann man denn hier in dieser Kneipe empfehlen? Er stellt das, hier ein Billigbier, schon bereits frisch gezapft auf den Tresen, als er das so mithört. Danke. Machen wir noch eins, bitte. Okay. Also, ich habe das doch richtig verstanden. Billig ist gutes Billig, ne? Ja, ja. Okay. So, was ist jetzt hier der bangalaktische Zungengurgler? Ah ja, okay. Ich darf das Originalwort nicht benutzen, das wäre Clown einfach. Was wir sonst nie machen. Nein. Okay, er mischt dann, also Billy sieht das nicht so richtig, Jojo steht ja zum Glück ein bisschen davor, er mischt dann Blue Curaçao, Guinness, und zwar so, dass es halt so ein hellblau-dunkles Guinness wird. Durchfall. Ja, sie. Dann macht er Candice-Zucker, also Substitute macht er klein, wow, sodass da so ein paar Sterne drin schwimmen. Du, und hast du noch 100% Ethanol oder sowas? Ja, warte doch mal ab. Erstmal gibt er eine schmiert er dieses Candice-Zeug mit so einer Flüssigkeit, dass das ein bisschen in dem Glas schwebt, sodass du die Sterne hast. Und dann kommt nochmal Schnaps rein. Aber mein Drink muss Salz am Rand haben. Dann tut er noch ein bisschen Salz an den Rand. Du musst noch mal kurz irgendwie ein bisschen Wichser am Rand verteilen vom Glas und dann. Hä? Sie will Salz am Flummi. Rand. Er was macht denn? Ein bisschen Salz an den Rand. Also Wichse, ganz ehrlich. Das ist Salz. Contenance. Das ist echt nicht übertrieben. Contenance. Doch, ich weiß auch nicht, was bisher war es niveauvoll und jetzt. Jetzt ist es vorbei. Also, ihr macht das dann fertig, da kommt nochmal ein bisschen reiner Schnaps, also Ethanol, kommt da noch ein bisschen rein. Und also es ist nicht hundertprozentig klar, ob das 100% Ethanol ist oder nur 98% und noch 2% Methanol, aber ich denke, schon. Da ist ja genug Ethanol drin, um das Methanol unproblematisch zu machen. Richtig, ich sehe, du verstehst mich. Jojo kommt zurück an den Tisch. Wo sind denn die Drinks? Dankeschön. Hier. Du hast übrigens ein großes Glas. Billy. Wer, er oder ich? Ach, ich. Billy, ja, Kaber sowieso. Die Dinger gibt es nur einen halben Liter. Hast du nicht so... Wolltest du einen Liter haben? Hast du nicht so einen Trog, den du dir umhängen kannst einfach? Nö, die halbe Liter passt schon. Kann man öfter trinken. Okay. So, wir sind da. Wir haben Alkohol. Boah, da muss man gegensteuern. Sagen, ne? Was? Gegen den Alkohol? Ja. Ja, dass der noch unangetastet da ist, meinst du wahrscheinlich. Das muss man gegensteuern, das ist schwer. Aber cheers. Prost. Schimeli. Ja. Sehr schön. Boah. Und? Das ist aber... Ja, probier doch mal. Ich probier den mal, wie schmeckt der? Na, du weißt, was drin ist, ne? Guinness mit Blue Curaçao alleine. Da weißt du doch schon, in welche Richtung wir hier steuern. Und Schnaps. Schnaps. Hast du nur zu viel Spaß Schnaps. Vor Angst. Danke, sehr lecker. Halt den mal. Billy nimmt sich ein kleines Tütchen aus der Tasche und schüttet da was rein. Von Boris. Gegensteuern. Ich gegensteuern. Jetzt hast du es. Ich hab das schon beim ersten Mal verstanden, aber ich wollte nichts sagen, weil wenn ich was gesagt hätte, hättest du gesagt, nee, das meine ich nicht, woran du wieder denkst, weißt du? Gib mir mal das schon. Ich streue auch bei den anderen zwei was rein. Nein. Doch guck mal da, was da drüben läuft. Der Typ halt da, der hat ja nur zwei Hörner. Und der Typ, den du siehst. Also du wirst mit Sicherheit einen unbeobachteten Moment finden, aber gibst du dir jetzt wirklich Drogen? Ich weiß nicht, bei Jojo bin ich da vorsichtig. Bei Kaban kommt was rein. Alles klar. Super. Der ist so lieb, der Typ, da passiert Billy nichts, aber bei Jojo hat sie Angst. Danke. Kaban, wir reden hier übrigens von Kokain, das heißt, du bist der Allerbeste. Von du bist der Größte. Allen. Und überhaupt. Forever. Neulich hast du Gott ins Gesicht geschissen, fand er echt geil. Du hast ihn angekackt. Ja, genau. Moment, dann hätte er sich das selbst angeschissen. Gott kann nicht alles. Manche Dinge. Dann ist es ja auch nicht Gott. Was denkst du denn, warum der die Menschen geschaffen hat? Denkst du, es hat einen Grund, ja? Der ist es nämlich. Kann Gott einen so großen Haufen scheißen, dass er ihn selbst nicht mehr scheißen kann? Das sollte die Frage des Abends sein. Der wird das wissen.
Ja, der hat bis Unendlichkeit gezählt. Zweimal. Zweimal. Wie viel Liegestütze kann Chuck Norris alle machen? Alle. Okay, genug. Oh Gott. So, also. Das ist eine so eine Folge, wo alle ausrasten. Ich habe das Gefühl. Das wird unmöglich. Ich glaube auch. Ich fürchte nur, ich darf nicht aufhören, Bier zu trinken, denn ansonsten wird das... Musst du morgen arbeiten? Nein, eben nicht. Na, dann oh, was? Du hast frei? Ich hab morgen... Was? Also, ich muss morgen was machen, aber zu Hause... Lieber Zuhörer, macht Noteinkäufe. Die Apokalypse kommt. Flumitier hat frei. Die Apokalypse ist coming. Die Apokalypse now. Na, die hören das erst in 4 Monaten höchstwahrscheinlich. Das macht dann ist die Apokalypse schon vorbei. Dann ist sie da. Aber dann wissen sie wenigstens, warum alles so scheiße ist. Genau. Das ist aber die Akopalypse. Die Akopalypse. Die Akopalypse, ja. Akopalypse. Weiter das geht's. So, was also machen wir heute? Achso, der Spielleiter wollte was sagen. Guck mal, da war die komische Stimme von oben. Mach mal die Mikrofone aus. Entschuldigung, so irgend so ein Typ, der reingequatscht hat, ich weiß auch nicht. Ach, manchmal das Radio oder das macht hier irgendwelche Doppelfrequenzen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Lebt damit. Milli, kümmere dich mal um das Radio. Wie soll ich mich um das Radio kümmern? Ach so, Milli. Als du das Radio gehackt hast, bemerkst du, dass es halt leider ein Problem mit der Antenne ist, was du nicht beheben kannst. Also höchstens hardwaretechnisch. Jojo, du musst daran, das geht nicht. Die Antenne ist put. Hä? Ich bin doch nicht hier, um das scheiß Radio zu reparieren. Was bist du denn dann sonst hier? Na, zum Spaß! Ich höre da so Musik. Kribbelt es dir schon in den Fingern? Ja, und etwas treibt mich dazu. Du musst? Ich muss. Du musst? Ich muss das mal. Ey, wo ist denn das Antennending? Na, was weiß ich da? Das ist bestimmt Rheinland? Hier irgendwo in der Nähe. Sie und draußen? Kümmere ich mich nicht. Kannst selber gucken. Hey, Arschloch. Kann ich die lokalisieren, die Antenne? Ist mir jetzt zu blöd. Ich habe keine Lust, die Antenne zu suchen. Billy kann die lokalisieren und sie befindet sich eigentlich so oben an der Bar. Die sind nicht so groß. Ist das so ein Flachdach? Ja, das ist nur das unterste das ist das zweite Stockwerk von halt einem Hochhaus, wo ihr drin seid. Also wenn Kaban mich auf die Schulter nimmt und ich Jojo die Räuberleiter mache, können wir sie hochkatapultieren. Ich könnte auch vielleicht einfach durchs Fenster gucken. Oder das einfach ist viel zu einfach. Benutzen oder so. Wieso durchs Fenster? Zu einfach. Ich meine schon im Innenraum der Bar über der Ach so. Bar. Ach so. Ach so. Ach so. Dann klettert sie jetzt auf die Bar. Ja, siehst du. Der Typ meint hier aber tanzen oder was? Du fängst dir gleich eine. Du stehst ja auf der Bar und willst nicht tanzen. Du fängst hier gleich eine. Er guckt an deinen Beinen vorbei zu den anderen Gästen. Ihr steht ja mal auf der Bar und ihr wisst ja eigentlich, wie die Regel dafür ist. Kaban schmeißt ein Kerl oder du musst tanzen, oder? Kaban schmeißt quasi einen Schein vor ihre Füße. Los, tanz! Also ich würde auch sagen, du bist steht Kaban vor ihr? Nein, der ist weit weg. Ja. Ein weiter weg. Ist irgendwas da, was ich schmeißen kann nach ihm? Flaschen. Bierglas. Ich schmeiß ein Bierglas nach ihm. Ey, sag mal, was ist denn das hier? Kriegst du wieder. Hm. Aber nächstes Mal treffen. Aber wie ist so, das wo ist denn jetzt die Scheißantenne? Da ist die Scheißantenne. Juhu, aber wie ist denn das jetzt mit dem Tanzen? Ja, kriegst tanzen, du tanzen, tanzen, tanzen. Hey, hey, ausziehen! Nee, Junge, nein. Hier geht's um Tanzen. Tanzen, tanzen! Tanzen, tanzen! Wir müssen den Umpa-Lumpa-Song spielen für sie. Billy, du hast das Radio gehackt, also. Ich spiele den Oompa Loompa Song für sie. Oompa Loompa Dupidi Du. I've got a friendly warning for you. Sing Jojo weiter. So gut. Du hast es inzwischen also repariert, aber die Sache ist, also du wirst einfach nicht drum rumkommen. Du musst ja die Gesetze einer Bar respektieren, das hast du gemacht. Jojo muss gar nichts. Was ist denn, Alter? Kaum bist du Gängerin, ey. Ich muss gar nichts respektieren, Alter. Ich mach dich kaputt, guck nicht so, Naja, deswegen komm. Ja. Sie kann sich das jetzt nicht mehr leisten. Vorher konnte sie sich das leisten.
Also, ich finde die Begründung mehr als schadhaft, aber na gut. Was? Wieso ist die schadhaft? Sag mir, dass es richtig, sag mir, dass es falsch Stell dir ist. mal vor, Jetzt fang ich so an, dieses zu diskutieren, Tanzmädchen. Das Ding ist doch, stell dir mal vor, nein, Flummi, stell dir doch mal vor, was Vlad sagen würde, wenn du nicht die Gesetze einer Bar respektierst. Was würdest Stell dir du mal für eine vor, was Strafe der kriegen? sagen würde, wenn sie das jetzt durchzieht und sich dabei möglichst noch ihres T-Shirts entledigt. Richtig, du kannst nicht gewinnen, also nimm gefälligst das, was uns alle befriedigt. Link im TS, das ist der Song, den Billy jetzt über die Anlage laufen lässt. Muss ich doch mal glatt gucken hier. Ich werde es in den Podcast einbauen. White Russian hat keine Probleme mit irgendwelchen Lizenzen. Unwahrscheinlich geil. Du solltest jetzt anfangen zu tanzen. Hardstep, Baby! So, was ist jetzt also jetzt, komm. Ja, mal Die tanzt kurz. doch. Ja, siehst So, du. okay. Also ich nehme Wofür? an, dass Weißt du, Solos ich habe jetzt tanzen schon ist so das ein viel für den bisschen. scheiß Performance-Skill ausgegeben, da muss ich ihn nochmal nutzen. Jawohl. Kannst du mal kurz die Art deines Tänzchens beschreiben? Und bitte sage Nee. nicht Fausttanz. Nee, aber jetzt mal, Pogo! ist das eher so plump, wie man das sich von Jojo denkt, oder packt sie ihre ganze nicht-existente, grazile Weiblichkeit aus? Na, ein bisschen Weiblichkeit packt sie, glaube ich, aus. Wozu hat sie denn Performance? Gut, dann johlen und grölen und du kannst dir insgesamt 20 Nuyen aufschreiben. Doch so viel. Ja, sind ja auch nicht so viele da. Okay. Und also ich meine, du hast nichts ausgezogen, was wissen wir warten. Nee, das hätte sie auch niemals getan. Und Jut, jedem, jut, der jut. danach auf dem Arsch, an den Arsch grapscht, bot sie eine rein. Billy grapscht in den Arsch. Ich war kurz Jojo haut ihr überlegen, eine ob ich das rein. sage, aber. Ole. Das macht Billy Ole. gerade gar nichts aus. Das merkt sie erst morgen. Billy ist ja sowieso, also Gott kann nicht verletzt werden. Ach ja, stimmt, ihr seid ja beide auf Kokain. Jupp. Du siehst auch an unseren Blinkern mittlerweile, dass wir gut dabei sind. Okay. Ach ja, Kaban, was ich, also klarer Rausch und, ne? Du wirst auch jetzt ein Gott. bisschen, du wirst den Alkohol jetzt nicht so zwingend merken, wenn du dich noch ein bisschen zukippst. Oh, läuft. Easy. Easy going. Wer Na braucht denn gut. schon so ein dummes Anekdotenpflaster da? Ich schmeiß quasi das Glas an die Wand und schrei: Noch eins! Was ist denn da jetzt los? Ich hab gehört, Anfasser. Schnaps. Jupp, Schnaps klingt gut. Jojo Ihr könnt legt mir dem erstmal die Typ. zwei Gläser jetzt bezahlen. Jojo legt ihm da einen Fuffi hin und meint, gib mir immer noch ein bisschen Schnaps und dann reicht das hoffentlich für die nächsten Gläser. Ich glaube, die sind gerade beide irgendwie ein bisschen außer Form. Ja, mach mal Doppeltes. Was? Der Mach möchte mal 100? Doppeltes. Ihr wollt ja hier bestimmt noch ein bisschen saufen und ich sehe doch schon, dass ihr noch ein paar Gläser zerklatscht. Also mach mal 100. Das gucken Billy wir dann, wenn steuert die wirklich anderen noch ein. 50. Nee, komm, mach mal nicht lang rum hier. Gut. Mach mal die 50. Wir haben ja mal heute Papa die Spendierhosen an, ne? Machen wir. Läuft. Komm, komm. Wo hast du denn plötzlich das Testosteron her? Lass mal die 5 mal gerade sein, die und gut ist. Er gibt euch das edelste Gesöff aller Zeiten zusammen. Ihr könnt euch das so vorstellen wie Kirsche mit Jojo will Goldkrone. weiter erstmal beim Bier bleiben. Die hat noch ihr eines Bier. Ihr habt gesagt Nee. Schnaps, also gibt es drei Schnaps. Du bist ja durstig vom Tanzen. Richtig. Und Kann, außerdem also. trinken wir möchten sowas wie Krüden heute bitte haben. Was ist denn das? Sowas wie Küstennebel. Krüden aber. Das ist so ein Kräuterscheiß, der so schlimm schmeckt. Boah. Und Aber weißt du, Essacher mit Jetzt Goldkrone wieder wäre noch okay Jägermeister. gewesen, aber jetzt so. Jetzt müssen wir noch Essacher Luft holen. Kriegt jetzt sein Petersburger Krüden. Sehr gut. Lecker. Lecker. Läuft. Gut. Gott im Glas. Nein, ich sitze hier. Dich kriegen wir auch noch ins Glas. Du kriegst mich ja nicht mal ins Bett. Jojo rutscht mit Das dem Stuhl ein Thema hat sich kleines auch Stückchen erledigt. zurück, verschränkt die Arme und guckt sich das an. Sag mal, möchtest du auch eine Wenn ich Ladung noch ins wollte, würde ich Glas? das noch hinkriegen, meine Süße. Ja, klar. Süße jetzt wieder. Jetzt wieder süß, aber später dann. Jojo, möchtest du hier noch was ins Glas? Nein. Wie nein? Nein. Ich finde, du solltest, du hast schon Nein. so lange keine Blasen mehr Nein, gemacht. nein, Blas nein, doch mal nein, wieder, nein, nein, bitte. nein. Oh, Nein, halt Jojo fest. Bitte. Das machst du Tu was nicht. rein. Bitte. Nein.
Bitte! Nein! Oh, bitte, bitte! Na los, ich kann sie gerade nicht wehren. Nur eine Zigarette. Nein! Ich komme ja eigentlich nicht drum rum. Ich mache das jetzt ganz einfach. Wo ist denn mein Willen? Mein Willen minus 2 mache ich jetzt einfach. Größte Willen. Patzerwahrscheinlichkeit, sehr gut. Habe ich 2, oder? Mhm. Größte kritische Patzerwahrscheinlichkeit. Ein Erfolg. Oh, ein Erfolg. Hm. Also Billy besinnt sich dann doch, dass sie immer noch mit Jojo redet und denkt sich, nee. Mein Kiefer ist gut da, wo er ist. Der ist gut da. Der passt. Dann lasse ich Jojo auch wieder los und so. Ja gut, dann halt nicht. Danke. Schade, ne? Spielverderberin. Hat damit nichts zu tun. Nee. Aber zum einen kann ich... Moment, weiß ihr, dass ihr Koks genommen hat? Ja, so wie ihr euch benehmt. Ja, das merkt man und schon. Jojo kennt Billy schon eine Weile und weiß auch, wie sie drauf ist, wenn sie Koks genommen hat. Richtig gut. Richtig. Sie reibt sich auch die ganze Zeit das Zahnfleisch. Natürlich. Nee, das kannst du mal schön... Erstens kann ich Koks nicht leiden. Und zum Zweiten, nee. Dann halt nicht. Hammer gut gemacht, oder? Hammer gut gemacht. Ja, habt ihr gut gemacht. War Chef zufrieden, ja? Ja, klar. Hast du mit ihm geredet? Ja. Und? War gut. War alles haben super. Haben wir gut gemacht, ne? Ja, ja, natürlich haben wir das gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Der Kleine hat mich übrigens noch 3 Tage zugespammt oder so. Und, was wollte der? 2. Achso, 2. Na, der wollte wissen, wo ich bin und wo der Hund ist und überhaupt und bla und Mi und... Ja, genau. Du hattest noch gar kein Pussy-Licking. Ich habe ihm gesagt, ich bin im Krankenhaus in St. Petersburg. Wahrscheinlich hat Papa ihm schon alles erzählt. Er hat dann nämlich irgendwann aufgehört zu schreiben. Der hat wahrscheinlich eine ziemliche Tracht Prügel überzogen, der Arme. Ich habe auch fast ein schlechtes Gewissen. Nie wieder Fremden trauen. Das nächste Menschenleben, was wir am Arsch gemacht haben. Ja. Ach ja, der Typ mit Mobus Crohns gestorben. Also hat Jojo doch noch einen umgebracht. Ja, nicht Scheiße. So richtig. Das wart ihr. Ihr habt die Hand bei diesem Mord geführt. Was? Ich hab da nichts gemacht. Ich hab nur die Drohne gehackt. Ja, okay. Und was hat Kaban ihn letztlich umgebracht? Kaban hat die Kapseln gefüllt mit dem komischen Zeug. Du kannst dir das moralisch gern schönreden. Aber das war überhaupt mit Billys das, Ding. Was ihn umgebracht hat, war definitiv die Marshmallow-Scheiß da drin. Du meinst die Jojo dann da reingemacht hat? Ja. Also kam Jojos Tante und hat einen Kopf gebracht? Nee, hat sie nicht. Mö. Es war zu viel Gemeinschaftsarbeit. Ich finde, der ist ja Zonk notwendig jetzt. Ja, vielleicht schaffe ich es ja heute Abend. Leute, halt noch. Feige. Vielleicht schaffe ich es ja heute Abend noch. Komm noch an, ne? Abend ins Fleischer gewinnt. Ich hab schon so lange mal geballert. Komm, wir können ja noch ins Casino gehen. Ich glaub, dir geht's so gut. Voll Bock drauf, ey. Ich hätte da wohl echt Bock drauf, ja. Ihr seid verrückt. Ihr wisst, dass ich euch da nicht hingehen lasse und dass ich euch eher selbst zusammenschieße, als euch da hingehen zu lassen, oder? Grüße von Gunny soll ich übrigens noch sagen. Oh, geil, cool. Wie geht's ihm? Der hat gesagt, wir haben einen Jude bei ihm. Wir haben einen Jude bei ihm. Jude. Haben wir Jude. Jude, ne? Haben wir Jude gemacht. Läuft bei uns. Läuft. Ja. Ja. Schätzelein, da musst du. Ne? Du kannst ihn nicht gut nachmachen. Schätzelein. So. Was denn? Ich mag das. Ach, siehst du, bei Sashi-Spatz waren wir auch schon lange nicht mehr. Das stimmt, da können wir hinterher noch hingehen. Also wir können jetzt noch ein bisschen hierbleiben. Immerhin haben wir genug Kohle hier gelassen jetzt, damit sich das auch lohnt. Trinken wir noch weg. Na klar. Und trinken wir noch. Oh Gott, ich hoffe, ich finde mein Bett noch. Du, schlafen ist für Anfänger. Ne? Oder, ne, Kabi? Ja, schlafen ist für Schwachen, würde ich sagen. Kleines Oink-Oink. Schlafen. Du hast den ganzen letzten Abend quasi in dem auf dem Job verschlafen, also von daher. Ja, so schön an Kabans Brust genuckelt hat sie die ganze Zeit. Echt? Ja, ich habe da ein Bild aufgenommen. Guck mal, wie süß der da schläft und zappert. Guck mal, der hat mich lieb. Ja, aber wie schön du zapperst. Ja, das so kann schön. Ich besonders gut. Ja, mach mal. War arschkalt. Ja. Was, wie war arschkalt?
Guck mal, wie Jojo sich da in die Situation reingebügelt hat, Alter, damit sie ja nichts machen muss mehr. Sie war dann so, ah, ich schlafe jetzt eine Runde hier. Ja, genau, so war, das war mein Plan. Es hat ja auch blendend funktioniert. Hat super, war klasse. Ich hab's halt einfach drauf. Und das Tolle ist, ich bin ja klein, mir nimmt man das sofort ab. Druff und de Wetter immer. Was? Wäre sie mal druff, wäre ich auch viel besser. Druff und de Wetter. Wo soll ich druff? Ja, auf Drogen. Uff, de Kaban. Ach so, was? Ich bin noch druff auf Alkohol. Ach, Quatsch. Noch nicht, das aber ist bald. Nix, ey. Ist du hast ja noch nichts getrunken. Was? Klar, ich hab jetzt schon. Wir sollten aufhören. Ich kenne eine sauwitzige Kneipe. Geh mal was, hin. Du kennst eine sauwitzige Kneipe? Alles klar, dann gehen wir hin. Ja, der Barkeeper, der ist ein bisschen komisch. Der trinkt eigentlich mehr als wir, aber... Der Barkeeper trinkt mehr als wir? Ja, saugut. Okay. Sein Leitspruch ist, wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Ungefähr. Wir müssen aufhören, weniger zu trinken, alles klar. Also später, da können wir dann erst hin. Und dann können wir gucken, was bei Saschi-Spatz noch geht. Wow. Weil da kann ich zur Not auch, können wir zur Not noch im Lagerraum pennen, wenn alles schief geht. Das wäre ja nicht das erste Mal. Der Pizzaservice weiß auch schon, wo er hinliefern muss. In den Lagerraum. Richtig. Sehr gut. Richtig. Richtig. Okay, cool. Plan steht. Alles klar. Perfekt. Perfekt. Und so pöbeln sagen, wir uns jetzt... Bitte? Trinken wir noch ein oder zwei, würde ich sagen? Ja, klar. Ja, dann hol mal. Billy steht auf. Du kannst jetzt mal aufstehen. Billy geht. Billy geht, cool. Ah, läuft doch. Nili Banili. Hör mal. Ich geh kurz aufs Klo. Hör mal hier. Carlotti. Hm. Sag mal. Jetzt mal, wenn quasi hier bei dir, ne? Hier. Geburtstagsgäste sind, ne? Ja. Was empfiehlst du denen dann? Woanders hinzugehen. Geburtstagsschnaps. Geburtstagsschnaps? Ja. Was das denn? Ja, das ist Schnaps. Lecker? Ja, du, das ist Schnaps, den habe ich gekauft. Zu dem entsprechenden Geburtsjahr. Und der war halt so kacke, dass ihn keiner trinken wollte. Das heißt, der konnte richtig durchziehen und jetzt schmeckt der richtig lecker. Ach so, wie ein aufgesetzter? Bloß noch besser. Du, das hört sich gut an. Na, wie alt bist du denn? Ich jetzt? Naja, ich dachte, du bist Geburtstagsschnaps. Ja, ich doch nicht. Ich hab doch also, keinen Geburtstag. Ich sag doch nur, wenn. Nee, ja, weißt du Bescheid. Nee, du weißt Bescheid. Na, ich brauch ein Datum, also ein Jahr. Ach so. Ach, pff. Was ist denn das Älteste, was du da hast? Du, das ist, ganze 24 Jahre alt. Oh ja, dann den. Ja, er holt. So 24 Jahre alt, ich sage mal, Apricot Brandy. Yummy. Also das ist die eine Variante und das andere ist 21 Jahre alter feiner Kümmel. Das sind so Sachen, die sind... Kümmel, nee. Richtig, ey, aber Apricot Brandy ist schon auch ein ziemlich... Nee, Sprache. Aber lieber das als Kümmel, Alter. Du machst ja keine Vorstellung, wie lecker das wird. Ja, nicht Kümmel. Mach einfach beide. Gib einfach Gaba an den Kümmel, weißt du? Gib mal Flasche her hier, Kollege. Hey, gib dir einfach die beiden Flaschen. Was zu lange steht, wird doch weggeworfen nur zum Schluss. Das ist doch auch nicht nötig, ey. Und so oft hat ja niemand Geburtstag. Ach, komm, hier vor allem nicht. Nee. Jojo, komm einmal zurück. Wir haben jetzt zwei Flaschen lecker dastehen. Richtig was? Lecker. Das Etikett ist abgegangen, ist abgefault. Und drei Pünktchen. Was? Und drei Pünktchen. Was? Ja, ich verstehe es auch nicht. Drei Pinken. Definiere. Ich habe dich jetzt akustisch voll verstanden. Pinneken. Jetzt siehst du Schnapsgläser. Klar. Guck mal, damit, das ist ja ein Wort. Jetzt plötzlich weiß ich, was du meinst. Kennt ihr keine Pinken? Ich kenne nur das Nüsselstück. Pinneken, das kenne ich auch. Ja, du warst ja mal im Norden. So, okay. Also. Ja, auf jeden Fall drei Stück. Und bei Jojo ist quasi die dunkelste Flüssigkeit von beiden drin. Oh, ich glaube, ich weiß, was der das gute, heißt. Der Gute von den beiden. Der richtig Gute. Der richtig Gute. Na dann Prost, ne? Wieso sieht meine anders aus als eure? Moment. Jetzt, Daddy, schreib mir mal, was du hier reinmachen willst, weil ich bin mir nicht sicher, ob du das Richtige meinst.
dim 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 dim. Also, Jojo, du hast das hellere von beiden. Oh, das ist cool. Passt, ja. Die Frage bleibt bestehen, wieso sieht meins anders aus als euers? Wir haben reingespuckt in uns, das ist nicht bei dir, wir waren lieb. Ist eure Spucke jetzt dunkel? Ja, meine vor allem. Ist mir eigentlich auch egal, ich gehe einfach mal davon aus, ihr seid so klug, mir keinen Scheiß zu geben. Nein. Ja. Ja, wenn dann auch was dir reiß ich die Eier ab, mein Bester. Versuch's doch. Untenrum. Kein Problem. Die hatten Jojo, die Jojo. Gut, dann würde ich sagen... Der war nicht dabei. Ne, auf uns. Ich hätte es getan. Wenn er mir einen Grund geliefert hätte, hätte ich es gemacht. Prost. Nastrovje. Also, Jojo. Feinster ja. Kümmel. Okay. Also. Ja. Aber also, ich hätte es besser definieren müssen. Bloß... Schon sprittig, als er gekauft wurde, und wenn Schnaps lange steht, wird er immer noch ein bisschen sprittiger. Und der ist halt fast so alt wie du. Also, ist schon Kümmel mit Sprit, sag ich mal, ne? Den kann ich ins Motorrad kippen. Oh, sagst du, schmeckt, ist ein Wurstblinker dran. Oh. Nee, aber ein Lollispender. Läuft. Das hier oh. Erbsen und Möhrchen kann nächste ich vielleicht Runde. Einbauen. Rote Beete. Rote Beete, genau. Holzbein Kiel. Scheiße. Jetzt werde ich dieses Scheißding nicht mehr los und freue mich dann die ganze Zeit drüber über diese scheiß Blümchen. Da ist er ja, der Hühnerschrecke. Herrlich. Zweite Halbzeit ist auch gut. Aber egal. Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, wir werden Eigentlich also, müssten wir hier in der Bar Zuckerei trinken. Oh, Zuckerei! Zuckerei! Machst du uns mal ein Zuckerei? Das wird leider nicht möglich sein, ne? Keine ich glaube Eier, nicht, dass er die Zutaten hat. Hat entweder keine Eier, richtig, der Typ. Entweder richtige Eier oder extra Sachen, die aussehen wie Eier, hat er auch einfach nicht. Können wir denn noch irgendwo hingehen, wo es Zucker ist? Säueiweiß. Gibt doch bestimmt Säueiweiß. Ja, aber das hat ja einfach nicht zwingend da. Das ist richtig, aber wir und haben eigentlich ein anderes Konsistenz, Ziel, dachte ich. Sashi hat es natürlich auf jeden Fall. Wenn es bei Sashi Spatz kein Zuckerei gibt, dann ist aber hier Polen offen, mein bei Freund. Bei Sashi Spatz gibt es Zuckerei, das habe ich da schon besoffen, also als ich getrunken habe. Als ich total getrunken habe. Nee, umgekehrt. Okay, Jo. Ja. Sind die Flaschen leer? Wir können die Flaschen mitnehmen, bestimmt. Wir haben sie bezahlt, wir können sie mitnehmen. Dann gehen wir jetzt. Ich finde, wir machen uns jetzt auf den Weg zu der anderen. Ich muss was finden, wo. Also, mein Motorrad kann, glaube ich, hier stehen bleiben. Das kann durchaus sein. Spielleiter, das kann man hier stehen lassen, oder? Geht, Moment, was geht vor der Kneipe, die, wo du sagtest, öfter von den Gängern besucht wird, kann da dieses Gang-Motorrad stehen bleiben? Weiß ja. Ich nicht. Weiß kann nicht. Es. Achso, dann du nicht? Wird das wohl so sein. Ja, ich gehe davon aus. Ansonsten wird der Typ höchstpersönlich geköpft. Vermutlich. Kann das scheiß Motorrad da stehen bleiben. Juti, aber dann du bist auch geköpft, weißt du, ne? Das, wieso werde ich geköpft? Wenn du nicht auf dein Motorrad aufpasst. Na, ich kann es nicht mitnehmen. Das dann bestellen wir uns quasi ein Taxi. Gyrostabilisierung. Ja, ich lasse es einfach. Du kannst auch draufsetzen und fahren, auch wenn du besoffen stimmt. Bist. Stimmt. Moment, ich möchte ganz kurz anmerken. Jojo hat Stützräder. Der ist ja auch noch klein. Ja, die wird auch nicht mehr größer. Die hat geraucht zu früh. Ja, ich habe zu früh angefangen zu rauchen und deshalb brauche ich die Stützräder jetzt. White Russian kann Lungenkrebs hervorrufen. Sprech aber ordentlich mal. Gerade das Gehirn aus der Nase gelaufen. Ja. Hatte zu viel Spaß. Ja. Hat sich doch Angst vor, ist mein Gehirn geplatzt.
Und liebe Kinder, daran merkt ihr, man muss doch auch Angst vor zu viel Spaß haben. Ja, es ist nicht immer alles so leicht, wie ihr denkt. Nee. Nee. Liebe Kinder, gebt fein Acht. Der Peter hat viel mitgemacht. Nicht schön. Kannst du bitte aufhören, meinen Namen? Finde ich nicht. Nee. Nee. So, ihr wollt fahren, habe ich gehört. Ja, und zwar fahren, zum grimmen Schnitter. Ach so, das geht natürlich auch. Ja, das war der Plan. Achso, ich dachte, ihr wollt so Sachi schwarz. Ich war anscheinend zu lange weg. Ja. Wo bist du denn nicht mehr eingestiegen? Nee, ist gut. Also beim Grimm Schmitter. Schnitter, meine ich. Natürlich. Stimmt, da waren auch die Nazis nicht weit weg. Beim Grimm Zwitter. Ja, die sind da tatsächlich nicht weit. Also die sind schon noch ein Stück weg, aber es geht. Nee, aber da ist jetzt auch ganz schön was los. Die gucken gerade das Remake von Transformers 4. Viele davon sehen aus, als hätten sie einen Kater und müssten gerade hart kontern, als sie das tun. Keiner dort ist auch nur ansatzweise nüchtern. Also vorm Schnitter steht ein Eimer, wie sich das hier hört. Und also das ist schon. Und er hat offenbar wieder sein Spirituosenregal aufgefüllt. Da steht jetzt einiges drin. Was ist denn schon wieder Sonntag? Ja, also da sind jetzt auch gekühlte Sachen, die halt auch richtig eklig sind, aber sie ekelhaft sind kalt. Verstehst und sie sind da. Moment, wichtige Frage. Kann ich eine Fanta mit Jägermeister haben? Jägermeister kannst du wahrscheinlich. Es gibt doch. Wenn nicht, fährt Billy nochmal los mit Grid Guide und holt sich im nächsten Possible Store wie Staffershack eine Fanta. Normal. Okay. Fanta. Also Fanta, also nicht alkoholische Sachen tatsächlich musst du dir vorher besorgen. Ja. Aber ist auch egal, wenn sie das mit reinbringen. Jojo versucht, eine der Flaschen, also den Kümmel, irgendwie da ins Regal reinzuschmuggeln. Was heißt denn reinschmuggeln? Der Schnitter hat selbst Probleme. Du bringst was mit, das heißt, da kriegst du eine kleine Laola. Okay. Denk doch mal mit. Okay. Ole, endlich normale Leute. Ole. Und dann fängt der Grimme. Ich gehe zum Grimmen Schnitter hin und sage, es ist so schön. Es ist so schön. Wahrscheinlich kannst du den Barkeeper nicht von seinen Gästen unterscheiden. Halt die Schnauze. Hässliche Schwein. Du weißt überhaupt nicht, was hier los ist. Ich war schon zweimal unterwegs und bin mir auch noch nicht ganz sicher. Ich male ihnen einen Penis auf die Stirn mit Lippenstift. Hässliche Schwein. Er hat so die Augen, ein Auge hat er ganz schön weit, also hat er vollkommen geschlossen, das andere ziemlich weit und versucht sich so zu fixieren und schüttelt so leicht den Kopf, sodass der Penis, also er ist nicht ganz formschön, aber ist auf jeden Fall gut. Artisan, Moment, ich bin Artisan. Ich ist mein hin. Kumpel da? Nein. Schade. Too bad. Too bad. Richtig. Aber ich meine... Also, obwohl. Würfel doch einfach mal Edge. Sehr gut. Flummi ist bei uns zuständig für die Edge. Oh, 5er Folge, krass. Okay, was? Nee, der ist da. Ja. Was? Der kommt gerade vom Klo. Das sind keine 5er Folge, du Spastiger. Also, ich sehe ja 5er Folge, du hässlicher Schwein. Guck mal nicht in den Spiegel. Gucke nicht so blöde. Genau, gucke nicht so blöde. Nee, der kommt gerade vom Klo und mein Nachschnitter, jetzt noch einen kleinen Schnaps. Ja, only Rinners. Only Rinnen. Hast du was zu tun? Nee, eigentlich nicht. Wieso? Misskonsum! Ja, okay, dann holen wir uns erstmal ein Schnäpschen, ne? Ich klopfe ihm mal auf die Schulter und sag, moin, na, alles fit? Na, alles fit, was machst du schon wieder hier? Sauf mal was. Sicher saufen und ich hab dir sogar wen mitgebracht. Und zeigt, macht dem Kopf, winkt dann quasi nach Billy. Mach du mal einen Satz draus! Fuck yeah, Bro. Also, warte mal kurz. Warum muss eigentlich immer ich schneiden? Ganz der letzte Krabotke! Er legt dir die Arm um das Schulter, zieht die so ein bisschen weg. Ja, aber ich dachte, das ist nur Fiki-Fiki. C'est moi? Nicht mehr für mich, du. Ich bin da raus. Also, wieso hast du jetzt irgendwie mit? Ist so eine Männerkneipe hier. Was ist denn da los? Kreise dir. Meinst du?
Kabern würde ich heute noch einen Kontakt streichen. Nee, die hast du doch vorgehüllt. Ach du, weiß nicht. Bei den hast Elfen, du da dran geleckt? Das. Weißt du, bei Elfen, das ist so, Elfen sind so Einmalware, weißt du, das geht nicht. Und gerade wenn so ein Orkan kommt, nee, das ist mir nix. Oder meinst du, das geht noch? Ah. Viel Spaß. Naja, also ich meine, also man kann ja mal machen. Okay. Er geht zu Billy. Das ist wieder dieser Moment. Ich hätte es nicht kommen sehen. Oh, okay. Du hast die 5 Erfolge gewürfelt für dich selbst. Jojo stellt sich zu. Ich wusste nicht, in welche Richtung Billy das jetzt treibt. Das war mir nicht klar. Ja, er hat ja Angst vor zu viel Spaß. Deswegen bringt er uns wieder beide in die Bredouille. Wieso uns Easy, beide? Ich hab ihn nicht. Nein, ihn und so. Mich. Das ist ja, der Troll. Das ist nicht, so schön. Ich adressiere nicht immer dich, Flummi. Es tut mir leid. Ab und zu spiele ich auch mit den anderen. Nein! Doch! Ja, ich hole übrigens ein paar Getränke von der Bar und gibt dann Jojo quasi ein Bier in die Hand, trinkt aber selber ein Bier. Na, das wird jetzt interessant. Ich glaube auch. Was hast du da gemacht? Will ich das wissen, was du da gemacht hast? Sie hat doch mal gelauscht. Ja, haben wir. Ach, der Typ ist das! Mhm. Sehr schön. Na, mal schauen. Ich bin öfter hier. Ja. Billy bricht sich gerade mal kurz in den Mund. Und du siehst aber auch genauso aus wie das Inventar hier, ne? Ja, geil, ne? Ja, nee, eher wie nicht, weißt du, Sperrmüll? Ja, zum Nutzerwissen, ne? Oh, Billy, mach den Kleinen doch nicht so fertig. Ich komm grad ne Nachricht. Der will doch nur nett sein. Nimm ihn aus. Hey, Zuckerpuppe, keine Angst. Hm. Ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Ja, ich schon. Ist... Hm. Das dachte ich mir schon. Das sieht schon ein bisschen aus, als konnte man Spaß mit ihr haben. Ja. Das dachte ich mir, dass du das denkst. So. Und du flehst dich an. Yep. Ja, ich stelle mich dazu. Mit einem breiten Grinsen. Ja. Jojo, ich glaub, stößt mit Kaban an. Könnt ihr bitte aufhören, uns zu unterbrechen? Das echt ist mal, ohne total erotisch. Ich habe so einen Ständer, Junge, ja? Ich frage ihn einfach nur, bist du mal von einem Kitzler erschlagen worden? Ja. Was? Nee, noch nicht. Meinst du, ich muss da meinen Kopf da mal hinhalten, ja, in die Region? Nee, ich glaube, dein Kopf ist dafür, also vor allem dein Mund ist dafür zu klein. Das passt ja gar nicht rein, ansonsten muss ich das Unterkiefer aushängen. Hä? Was? Ey, kriegst du nicht auf die Reihe? Nee, Puppe, ich verstehe gerade nicht ganz, was du meinst. Wie, warte mal ganz kurz, ich Nachricht an Kaban, wie gut kannst du denn leiden, deinen Kontakt? Ziemlich. Deswegen erlaube ich mir den Spaß hier. Ah, den Spaß. Ich weiß nicht, ich glaube, den kannst du dir von deiner Kontaktlinse gleich schreiben. Ich spreche sehr gut. Ja, ich habe schon wieder zu viel Spaß hier. Johnny, jetzt habe ich's. Du kannst immer auf Age schieben. Ich kann's immer auf Age schieben. Ich kann's auf Bier schieben. Wie heißt du denn überhaupt, du Kerl, du? Na. Daddy, hilf mal kurz, schnell. Konstantin. Danke. Conny. Meine Fresse. Conny? Ja. Aha. Nur geile Puppen dürfen mich so nennen. Puppen? Ja. Puppen. Ja, ja. Ich eine Puppe. Na, aber. Was hat der andere dir denn über mich erzählt? Hey. Kaban, ne? Ja, ja. Das ist ein echter Gentleman. Gar nichts. Mhm. Der hat gemeint, du wärst total intelligent und smart und witzig und natürlich attraktiv, das sieht man ja, aber ganz diskret. Er zwinkert so ein bisschen und mit so einem ganz leichten Ansatz, wie er seine Lippen spitzt, kurz. Hast du einen Tick? Hä? Nee. Hast du einen Tick? Dein Auge zuckt gerade, Alter. Nee, vielleicht trockne natürlich meine Schleimhäute aus, weil du so hot bist. Oder verdammt, weil du ein Schleimer bist. Warum denn so unfreundlich? Was soll das? Sei doch mal ein bisschen galanter. Nix gibt's da. Lass galant. Doch mal du, willst,
Du haltet willst mal die Fresse, mir ihr immer zwei. Irgendwas erzählen. Eure Comlinks stützen dann ab. Du hast gerade einen Gott gesagt, was er machen soll, Flummi. Sag mal, schämst du dich nicht? Echt. Mach's jederzeit wieder. Ich bin hier nicht das billige Flitschchen, Alter, was man hier mal einfach über die Rabotten zieht. Doch? Sagst du ihm das? Ja, das sage ich jetzt laut in die Richtung von denen. Hey. Hätte niemand gesagt. Ich meine, ja. Du bist eine echte Lady. Du hast weißt Stil du was? Und Klasse. Kleiner, hör mal zu. Hörst du mal zu. Ja. Jetzt gehst du mal nach Hause. Okay. Und ziehst dir mal deinen Ben Franklin da unten ab, ja? Damit du mal wieder klar denken kannst. Und dann gebe ich dir. Helfen? Nee, dann gebe ich dir hier den Link, ja? Zu meinem Host. Okay. Und dann machst du mal einen Termin aus, ja? Ah, okay. Und wenn du dann genug bezahlt hast und klarkommst auf dein Leben, dann gucken wir mal. Eventuell machen wir dann mal einen Real-Life-Deal, aber ich weiß du nicht. Bist ob... eine Nutte? Was? Soll ich gerade wirklich sagen? Kavan, angetreten. Sofort. Ich gehe mit einem richtig breiten Grinsen hin. Jojo bleibt sitzen. Bro. Jo. Super billig. Solltest dich schämen. Ne? Was? Der, weißt du, mir hier irgendwas erzählen und dann ist es eine Nutte. Kommst das ist du? Keine Nutte. Warum verarscht ihr mich denn gerade alle? Was ist denn los? Bin ich denn hier? Ich dachte, ich bin hier endlich unter, von dem Schnitter kommt, normalen Menschen. Prost, kommt von Jojo. Halt die Fresse. Billy prostet auch. Rübennase. Prost. Sag mir noch einmal Rübennase zu mir. Prost. Prost. Rübennase. Sag noch einmal Rübennase zu mir. Jetzt du, Kaffer. Ole. Bitte, was hat sie gesagt? Sie hat Uli gesagt. Uli. Achso, Uli, okay. Also, Konstantin schüttelt den Kopf und meint, also, ich glaube, ich gehe jetzt wirklich nach Hause. Tschüss. Wir sprechen uns noch mal Kabe an. Also, jetzt sei nicht zu... Nee, nein, weißt du, das ist einfach was, da müssen wir uns noch mal unterhalten. Jojo, weil setz dich auf die Bar. Also, unter, weißt du, ich dachte, unter echten... Billy, setz dich auf Jojo. Da kann man auch mal, weißt du, sich unterhalten und da weißt du auch die Regel und die Regel ist, dass du mir da keine Scheiße erzählst, Alter. Hab ich's nicht, ich habe dir niemals Geld gegeben. Du hast auch niemals was mit mir gehabt, du Arsch. Naja, doch, aber, ja, aber dann weißt du, dann schick mich doch nicht rüber, wenn du weißt, dass das eigentlich ein Hotel ist. Wenn du da Glück hast, okay, aber hey, Billy einfach... scheuert ihm jetzt eine. Wem? Ich bin keine Nutte, du Schlampe. Ah ja, dem Konstantin. Entschuldige bitte, ich bin gerade drauf, ja. Ich bin gerade. Nee, ey, du bist doch okay. Ey, weil ich Fotzen ja nur. Ist echt nichts umsonst. Und der Gegner. Da hast du was, meiner. Och, Konsti. Vor allem, der hat mir nicht mal einen ausgegeben und nennt mich dann gleich Nutte, so ein Pissnelkenarsch, ey. Ich glaub's hackt hier im Puff. Ah, geil. Dem schicke ich mal ganz fest vorbei. Dreht sich um zu euch. Was war das gerade für ein Geräusch? Hä? Was war das gerade für ein Geräusch? Ich habe irgendwas gehört. Hat er vielleicht jemand Ahoi gesagt? Habe ich? Hat er? Ich glaube. Ahoi! Ah, Jutti. Er steht auf und macht mal ein paar Wodka Ahoi fertig für alle. Oh, sehr gut. Mhm. Schnitter muss beim Trinken geholfen werden. Schnitter, aber. Nein. Der Schluckreflex ist ausgesetzt, weißt du? Der musste die Gurgel hoch und runter ziehen, damit er schlucken kann. Noch. Nee, aber die müssen schon mal kurz den Kopf ein bisschen so, dass der, weißt du. Der Kind ist halt schon auf der Brust und da muss man ihm kurz helfen. Der will ja eigentlich. Ich muss ja mal ganz kurz hier eine Lanze brechen für den grimmen Schnitter. Ich glaube, der war gar nie so. Den haben sie nur so erzogen, damit sie immer saufen können. Und der ist einfach nur ausgestiegen immer und dann haben nein, sie den einfach. Nein, der grimme Schnitter ist einfach kein Mensch. Der wird morgen ohne Kater erwachen und saufen wollen. Das ist das Problem. Schlimm. Und weißt du, einer muss sich ja für die gesamte Menschheit zerstören, damit die weiterleben kann. Und der ist es halt. Er ist unser Messias. Ja. Können wir ihm einen Thron aus Pappmaché bauen? Aus Klopapier rollen? Gern. Thron aus Bierflaschen bauen. Wir bauen ihm jetzt einen Thron. Ja. Wir bauen ihn einen. Ihm einen Thron. Spielleiter, Drogenwissen, ja. Weiß Billy, dass wenn sie jetzt hier sich eine Leine auf den Tisch legt und wegrotzt, dass es da Probleme gibt? Was? Das ist nicht direkt, also das würde ich zwar jetzt... Mach mal Gebräuche und Intuition.
Bräuche und Intuition. Du wirst höchstens anhalten, wahrscheinlich also um Etikette. Zu teilen. Ja. Warte, das ist doch normalerweise Charisma. Ja, aber bei mir Intuition. Auch anderes. Also 6. Das kann nicht sein. Also 8 oder sowas. Nee, ich habe auf Etikette. Hab nicht 4 auf Etikette. Ich habe 2 auf Etikette. Ach so? Ja. Zwei Erfolge. Easy. Nö, also nicht so, dass wenn man zur Tür reinkommt, dass man das direkt sieht. Schon ein bisschen mit dem Rücken dazu, aber sonst ist es okay. Ist jetzt nicht so, dass mich hier jemand dumm von der Seite anspricht, wenn ich hier einen Schminkspiegel auspacke und mir mal kurz allein ziehe. Das auf keinen Fall. Ja, das macht doch Billy jetzt mal. Na dann, easy. Ja, easy, sag ich doch. Ja, siehst du. Ich wollte, auf irgendwas wollte ich gerade noch hinaus. Habe ich vergessen, ist egal. Auf Billy hinaus. Auf Billy hinaus. Er wollte auf Billy. Das Schlimme ist... Nee, passt. Jeder will auf Billy. Jeder. Ich auch. Fliegen. Ich nicht. Ich nicht. Ich nicht. Billy hat aber einen schönen Penis, Flummi. Ja, aber sie hat Brüste. Und wenn ich Brüste haben wollte, hätte ich meine eigenen. Und entweder einen Mann Nein. oder man fickt deine Frau. Ja, aber du hast doch die Schönheit von beiden Welten. Egal. Ja, aber Penisse sind nicht schön. Sie sind nützlich, aber nicht schön. Also verstehe mich nicht falsch. Ich mag Penisse sehr. Ist das jetzt eine Konversation zwischen uns nicht. Beiden Menschen oder ist das jetzt eine Konversation? Das ist eine Konversation, die sowohl in Time als auch out Time stattfinden könnte. Zwei Parallelen, also die da berühren sich. Unten rum. Ja. Sehr gut. Mein Penis ist der schönste Baumzipfel der Welt. Wo ist Zipfel? Baumzipfel. Wo ist Zipfel? Penisse bei Elfen sind Baumzipfel. Ja, sag mal, so ein Farn. Und Fotzen bei Elfen sind Astlöcher? Wie, was? Astlöcher. Hast du gerade Fotzen gesagt? Fotzen bei Elfen sind Astlöcher. Kannst du bitte so viel aufhören, rauspiepen? Fotze zu sagen? Mensch, echt, ausgerechnet Fotze muss er benutzen. Mach ich ja zum Beispiel. Kannst du nicht einfach Vagina sagen oder so? Oh, Kaba, du bist raus. Vaginas, oh. Scheiden. Schicklöcher. Scheidenpilz. Nee, ist gut, ne? Was? Können wir die Folge eigentlich in verkürzter Version rausbringen? Nein. Fotze. Fertig. Ich glaube, wir machen einen Cut hier. Das Cliffhanger für die nächste Folge. Und dann ging die Tür auf. Weil es gerade so spannend ist. Ja. Billy hat gar keine Eiswürfel benutzt bei ihrem Flirt. Da bei in den Bars gibt's doch gar keine Eiswürfel. Die legt jetzt erstmal hier, wie heißt der? Sashi-Spatz flach. Oh ja, mach das. Die zieht ihn quer durch die Rabotten. Das finde ich gut. Rabatten heißt das. Rabotten. Rabatten. Bei mir heißt das Rabotten. Das Zukunft ist ja keine Rabotten. Genau. Zukunftsform. Mitdenken, bitte. Im Genitiv. Genitiv ist ein Dativ, sein Tod. Du hast es. Schön. Gut. User in your channel stop recording. Wir machen wirklich einen Cut. Ich dachte. Folge, ich hab keine Ahnung, was letzte Folge passiert ist. Nee, das schneiden wir aus. Wir wissen doch Bescheid. Daddy, du kannst nicht sagen, ich hab keine Ahnung, was letzte Folge passiert ist, wenn wir die gerade erst gespielt haben. Das geht nicht. Wir haben quasi, das war die Game of Thrones Episode Abschlusssession von uns. Weil da ging es nur ums Pimpern und Saufen und irgendwelche. Nee, da ging es doch nicht ums Pimpern. Das kommt jetzt erst gleich. Dann war doch der übelste Cliffhanger, ne? Die Tür geht auf. Damit ist geendet, Mann. Mann, Alter. Aber ihr wolltet schon pimpern. Ihr wolltet mich zum Pimpern bringen mit Konstantin. Ah ja, stimmt, mit Konstantin. Das ist richtig.
Ja, ich muss mich noch bei dem melden und dann mit dem nochmal reden, glaube ich. Aber Frauen, die die Wimpern pinseln, sind auch die, die beim Pimpern winseln. Lieber Sascha, liebe Sascha, es ist sehr gut, wenn du in leicht oder auch mittelmäßig bis stark angetrunkenen Zustand durch die Straßen läufst und die erstbeste Frau, die dir also über den Weg läuft, die bitte, sie sollte schon so 18 plus sein. Sollen wir mal, also, ne? Grenzen sind wichtig, auf jeden Fall. Wenn man das denen einfach mal sagt, auch gerne in einer leicht erhöhten Lautstärke und bitte ohne, dass ein sehr breitschultriger und aggressiv aussehender Freund neben mir läuft. Ihr wisst gar nicht, wie schön das ist. Oder wie schön Bruder. Die gucken können. Das ist einfach ein Genuss. Er hat's ausprobiert. Ich hätte schon viel Spaß. Mehrfach. Warum hast du das nicht auf Video, bitte? Weil ich, wenn ich das gerne auf keine Kamera mitnehme. Das aber ist es doch war nicht schon, möglich. Es war schon. Das ist wie auf dem Festival halt Mädchen, Frauen fragen, ob sie halt die Ellbogen am Bauchnabel zusammenbekommen. Können alle beide versuchen es und viele können es auch, wie ich jetzt weiß. Das ist klappt schon, immer. Ist schon schön, ne? Oder aber du musst einfach 10 Schilder mit dir rumtragen und die Frauen einfach bewerten, je nach dem Aussehen. Und eine Frau ist maximal 9, es sei denn, sie entblößt ihre Brüste, dann ist es natürlich eine 10. Darf bitte jemand die Legal Rights machen? Die Red Russians laufen unter Boobs. Creative Common Boobs. 4 Boobs. Null Boobs. Ah ja, nee, null Boobs? Nein. Was? Hier Moment, gibt's immer Boobs. Das du hast 4 Punkte gesagt, 4 Punkte Boobs, dann muss ich 0 Punkte nix Boobs sagen. Na Juti. Shadowrun ist übrigens und bei Jobs Incorporated in den Vereinigten Staaten von Amerika und wird vertreten von Pegasus in Deutschland. First you must earn it, then you will own it. Okay. Die Intro- und Outro-Musik ist Russian Tango von Mad and Mad, ne? Mhm. Oh, auf dem Album weiß voll ich nicht mehr. Voll the lot, Alter. With boobs. Boobs. Und ich ja, das mag war's, ne? Brüste. War das nicht? Das war doch. Was? Das war's, ja. Ja, finde ich. Also, dann, weil ich schon wieder im Intro nicht sagen durfte, viel Spaß und bleib erregt. Sehr schön.